Mit diesem Video will ich zeigen, dass die Idee vom letzten Video, nämlich dass in statischen Strukturen Impuls und Drehimpuls fließen kann, absolut und zu 100% verträglich ist mit dem, was man in der technischen Mechanik seit 150 Jahren macht. Zuerst noch einmal die Rekapitulation vom letzten Mal. Wir haben also hier einen Hebel, einen Winkelhebel, der hier frei drehbar gelagert ist, da ein Körper aufgehängt und da eine Feder, die da dagegen drückt. Dann habe ich hier ein Koordinatensystem mit X, Y, Z-Richtung und die zugehörigen positiven Drehrichtungen. Als erstes habe ich gesagt, dass hier in der Masse des Körpers eine Impulsquelle der Komponente Z entsteht. Der zufließende Impuls würde ja die Fallbewegung verursachen, die wird aber verhindert durch das Seil. Deshalb fließt der Impuls, der hier gravitativ zufließt, über das Seil und den Hebel und dieses Lager an die Umgebung weg. Zweitens, der querfließende Impulsstrom der Z-Komponente induziert Quellen von Drehimpuls der Y-Komponente. Also hier geht es um Impuls und da geht es um Drehimpuls. Diese Drehimpulsquellen führen dauernd Drehimpuls zu, der kann aber nicht übers Lager abfließen, weil hier ist es für den Drehimpuls verboten abzufließen, weil das Lager frei drehbar gelagert ist. Also bilden sich im zweiten Arm Senken von Drehimpuls aus der Sorte Y, also hier gibt es Drehimpulssenken. Dann können diese Quellen diese Senken speisen und so gibt es dann rotationsmäßig ein Gleichgewicht. Aber diese Senken können sich nur bilden, wie die Quellen auch, indem hier ein entsprechender Impuls querfließt. Also fließt hier noch ein Impulsstrom der Komponente X quer zu seiner Bezugsrichtung, da vorwärts, deshalb ist die Feder unter Druck. Und hier fließt er dann wieder quer, aber das wollen wir ausklammern aus unserer Betrachtung. Man kann dann eine Regel aufstellen, wie sich Drehimpulsquellen und Senken bilden, nämlich Drehimpulsquellen, Senken sind einfach negative Quellenstärken, bilden sich der Komponente Y, indem zum Beispiel ein Z-Impulsstrom in X-Richtung fließt oder ein X-Impuls in Z-Richtung fließt. Da haben wir beide Situationen kombiniert. Man muss noch auf das Vorzeichen achten. Und diese Formulierung hier ist eine Komponente eines Vektorprodukts. Das heißt, das Ganze lässt sich koordinatenfrei formulieren. Und jetzt gehe ich über zum klassischen Schnittbild. Als erstes schneide ich mal den Körper frei. Ich habe also hier den Körper noch einmal gezeichnet. Und jetzt kann man sagen, ein Zufluss von Z-Impuls führt zu einer positiven Kraft, also positiv in Bezug auf Z. Also noch einmal, hier fließt Impuls zu mit der Stärke M mal G. Dieser Impulszufluss, den markieren wir mit einem Kraftpfeil der Stärke M mal G. Dieser Kraftpfeil ist genauso abstrakt wie diese Quelle, das sind ja auch nur Symbole. Dann da oben, da fließt der Impuls weg aus dem Körper. Ein Abfluss gibt einen negativ gerichteten Pfeil bezüglich der Koordinate Z. Das ist dann die Seilkraft. Jetzt nehmen wir als nächstes das Seil, schneiden das frei. Da haben wir also einen Impulszufluss von unten, das gibt diese Seilkraft. Oben haben wir einen Impulsabfluss an den Querbalken, deshalb nenne ich diese Kraft FQB. Und da haben wir das Kraftbild für dieses Seil. Die beiden Pfeile hier
Das ist Aktio gleich Reaktio im Sinne von Newton. Die beiden Pfeile hier beschreiben ein Gleichgewicht und haben nichts mit Aktio gleich Reaktio zu tun. Schon nur diese Zusammenhänge werden in vielen Physikbüchern schlichtweg falsch dargestellt. Dann schneiden wir den Querbalken frei, und zwar schneide ich hier durch. Dann gibt das dieses Gebilde und ich schneide auch das Lager aus. Dann haben wir hier den Zufluss von Z-Impuls, das gibt einen positiv gerichteten Kraftpfeil, das ist übrigens wieder Aktio gleich Reaktio. Hier fließt der Z-Impuls weg, das gibt einen negativ gerichteten Kraftpfeil. Und jetzt vom roten, das heißt vom X-Impulsstrom her, haben wir hier einen Zufluss der X-Komponente. Das gibt einen Kraftpfeil in positiv X-Richtung. Da haben wir einen Abfluss von X-Impulsstrom, das gibt einen negativ gerichteten Kraftpfeil. Den nennt man übrigens Querkraft. Der Impuls fließt zwar nach unten, aber der zugehörige Kraftpfeil zeigt immer in die entsprechende Komponentenrichtung. Da sieht man, der Kraftpfeil ist auch etwas recht Abstraktes. Und jetzt der Abfluss von Drehimpuls der Komponente Y. Hier fließt ja Drehimpuls von den Quellen zu den Senken. Diesen Abfluss aus dem System markieren wir mit einem negativ gerichteten Drehmoment der Komponente Y. Damit haben wir das vollständige Schnittbild für den Querbalken. Jetzt nehmen wir das nächste Stück, also geschnitten haben wir da, und das habe ich jetzt in Pink eingefärbt. Der Zufluss von Drehimpuls gibt ein positiv gerichtetes Drehmoment, positiv bezüglich der Y-Achse. Der Zufluss von X-Impuls gibt einen positiv gerichteten Kraftpfeil. Das hier ist übrigens Aktio gleich Reaktio. Um die beiden Querkraftpfeile zu unterscheiden, reden hier die Fachleute von Schnittufer. Das hier ist übrigens auch ein Aktio gleich Reaktio, aber bezüglich Drehmoment, und das hier ist Aktio gleich Reaktio bezüglich Kraft. Man kann also sagen, in der Statik ist Aktio gleich Reaktio nichts anderes als der gleiche Strom an der gleichen Schnittfläche von zwei verschiedenen Körpern oder von zwei verschiedenen Schnittufern aus gemessen. Außer natürlich die Gravitation, da ist dann Aktio gleich Reaktio eine Fernwechselwirkung. Das hat ja Newton ziemlich viel Kopfzerbrechen gemacht. Da unten fließt der X-Impuls ab, deshalb gibt es hier noch einen negativ gerichteten Kraftpfeil, den nenne ich Federkraft. Auch hier wieder das vollständige Schnittbild für diesen Teil. Und jetzt ist die Frage, wie gehen eigentlich die Mechaniker um mit all diesen Stromzusammenhängen? Die gehen eben so vor, wie es man im 19. Jahrhundert gemacht hat. Die lassen jetzt die Schnittfläche wandern. Ich habe das hier gemacht. Ich lasse die Schnittfläche wandern bis dahin. Da können wir sagen, dass die Kräfte betragsmäßig gleich groß bleiben wie hier. Es ist immer noch der gleich starke querfließende X-Impulsstrom. Der ist ja überall gleich stark, also gibt es hier die gleiche Kraft wie hier. Der Statiker, der schaut jetzt dieses Kräftepaar an, das gibt ja einen Drehmoment auf diese Seite, und das muss er ins Gleichgewicht setzen, deshalb macht er hier ein Gegendrehmoment. Da übrigens auch, er schaut die beiden Kräfte an und sagt, das ist rotatorisch nicht im Gleichgewicht, also brauche ich hier ein Schnittdrehmoment, das entgegenwirkt. Wenn wir vom Drehimpulsstrom herkommen, können wir sagen, der Drehimpulsstrom wird ja schwächer, weil hier Senken sind,
Und weil der Drehimpulsstrom schwächer wird, wird jetzt dieses Drehmoment natürlich entsprechend kleiner. Damit habe ich gezeigt, dass das Schnittbild, das man seit 150 Jahren in der technischen Mechanik verwendet, absolut verträglich ist mit dem, was ich bezüglich Strom, Stromkopplung und Quellen und so weiter erzählt habe. Der einzige Unterschied ist der, dass die Kraft-Drehmomentenpfeile unabhängig sind vom Koordinatensystem. Die Stromdarstellung, nur die Darstellung hängt vom Koordinatensystem ab. Die dahinterliegende Theorie natürlich nicht, die kann man tensoriell formulieren. Wir haben also hier koordinatenunabhängige Darstellung, hier haben wir eine koordinatenbehaftete Darstellung, dafür haben wir hier ein Gesamtbild mit Strömen, also mit Transporten, die wir erkennen können. Hier haben wir nur Schnittkörper und müssen mühsam zum Beispiel die Schnittfläche verschieben, wenn wir hier den Drehmomentenverlauf sehen wollen oder den Querkraftverlauf. Hier sehen wir es direkt aufgrund des Strombilds. Also beide Bilder haben ihre Vor- und Nachteile, aber die beiden Bilder sind zu 100% kompatibel. Und wenn es jetzt Leute gibt, die das bezweifeln, dann sollen die ihr Gehirn einschalten und einmal gründlich darüber nachdenken. Dann können sie in die Bibliothek gehen und einen Stoß deutschsprachiger Physikbücher nehmen und dann können sie sehen, dort hat es praktisch nur Fehler drin bezüglich Kräfte einzeichnen.